So, ich zeige dir jetzt mal hier das Hotelzimmer, das wir hier wirklich günstig direkt gebucht haben. So, das ist das Eurostar Cascais in Portugal an der Atlantikküste. Das ist eine Junior Suite, hat 50 Quadratmeter. Auf der Webseite von Booking.com war das selber ausgeschrieben für 280 Euro für 2 Nächte. Und da ich hier schon mal im Januar 2018 Zeit verbracht hatte, da ich das Hotel also dadurch kannte, habe ich gedacht, nee, jetzt schaue ich einfach mal direkt auf der Webseite nach, was denn eigentlich hier dieses Hotel dann kostet. Und dann habe ich es für 220 Euro bekommen, also 60 Euro habe ich gespart, im Gegensatz zu Booking.com. Wichtig ist, ich würde das nur empfehlen, ja, dass ihr immer direkt ein Hotel bucht, wenn ihr schon mal da in dem Hotel wart oder es wirklich kennt. Warum? Ich sage euch den Hintergrund. Booking.com ist für mich die Sicherheit, die ich immer habe, wenn ich da buche, dass wenn irgendwann mal was schief läuft, dass die Kollegen dort aus dem Kundensupport-Team quasi von Booking.com das lösen. Also diese Mitarbeiter dort, die müssen dann für mich eine Lösung präsentieren. Ich hatte einmal den Fall beispielsweise, da war ich in China. Wir waren davor in Hongkong und wollten dann nach Peking weiterreisen. Und ich habe ja euch gesagt, ihr müsst immer diese Hotels kontaktieren vorab, damit das als quasi als Bestätigung zurückkommt. So, dann habe ich da meine Buchungsbestätigung von Booking.com erhalten, habe dann die Kollegen, oder ich sag die Kollegen, hat die Mitarbeiter von dem Hotel letztendlich dann angeschrieben und gefragt, ah, könnt ihr mir bitte das bestätigen, die Unterkunft und die Ankunftszeit und alles? Und dann sagten die, es sei nichts im System, da sei keine Bestätigung oder keine Buchung von Booking.com durchgeführt worden. So, daraufhin habe ich dann Booking.com kontaktiert und die Mitarbeiter dort haben mir dann ein höherwertiges und einen höheren Preis auch noch ein Hotel gefunden, ja, und diesen Differenzbetrag dann übernommen, das letztendlich. Das ist der große Vorteil, wenn ihr mit Booking.com bleibt. Also, schauen wir uns mal ganz kurz hier an, was haben wir hier. Wir haben hier einen schönen Essbereich hier, den du natürlich nicht verwenden kannst, weil wir keine Küche haben, aber es ist trotzdem, wenn du dir irgendwie was bestellst, dann kannst du dich hier dann hinsetzen, eine Couch, eine tolle Sicht auf den Atlantischen Ozean. Ich denke mal, dann machen wir mal die Tür auf, gehen wir mal raus hier kurz, schauen uns das mal an, weil das ist wirklich herrlich. Ah, siehst du, die ganze Bandbreite des Atlantischen Ozeans. Hier hinten haben wir dann noch in dem Hotel, beispielsweise, gibt es dann auch Promenade herrlich natürlich für Spaziergänge oder wenn du Sport treibst, wenn du ein bisschen Gehen oder Fahrrad fahren möchtest. Also Cascais lohnt sich. Hier ist dann quasi nur ein Shortcut gerade. Jetzt springen wir mal rein ins Schlafzimmer. Das wäre jetzt quasi der erste Raum, den wir haben müssen als Zusatz. Das ist der Schlafzimmer. Es ist alles sehr minimalistisch eingerichtet hier. Das gefällt mir sehr gut, diesem Hotel. So, und dann haben wir hier noch das tolle Badezimmer, eine Badewanne, was sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Sehr schön.